Wo ist der Schlüssel? Der hängt doch an der Box. In der Region Rendsburg findest du großartige kulturelle Highlights. Internationale Kunst, Theater, Tanz und Musik. Doch schau genauer hin und du wirst noch viel mehr entdecken. Kultur zum Mitmachen, Mitgestalten und Miterleben. Bevor man urteilt, nicht? Du hast recht, Anna. Also ich bin Sylvia Sauer und seit 2015 bin ich Bühnenleiterin von der Niederdeutschen Bühne Rendsburg. Oh, ich soll nicht selbst abkommen. Unser Verein besteht aus Mitgliedern männlich, weiblich, jeder Altersklasse, die Lust und Spaß haben am Theaterspielen und das dann natürlich auch gerne noch im Plattdeutsch machen. Und jeder weiß, dass die plattdeutsche Sprache ja vom Aussterben bedroht ist. Und wir freuen uns, dass wir noch einen Beitrag dazu leisten können, dass sie weitergeführt wird und hoffentlich auch noch lange weitergeführt wird. Das unterstützen wir mit einer kleinen Plattdeutschschule. Moin Silvia, wie geht dir das? Mir geht das gut. Oder man kann auch sagen, kann gar nicht besser sein. Vielleicht sogar allerbest. Prost! Wir wählen unsere Stücke danach aus, dass sie lustig sind, weil wir wissen, dass wir ein Publikum haben, das begeistert nach Hause gehen will, das lachen will, das Spaß haben will und nicht über den Ernst des Lebens nachdenken muss. Also von daher sind wir schon darauf bedacht, Komödien und Lustspiele zu spielen. Ist denn so ein Bessen? Bessen? Nee, das ist kein Bessen, das ist ein Schrubbeißen. Das sind die witzigen Worte, die das dann auch komisch machen, so wie Scheiße dann Shit wird und Moas dann eben das andere bedeutet. Also ich glaube schon, da ist vieles im Plattdeutschen deutlich friedlicher und witziger als im Hochdeutschen. Silvia, wo hast du die Weihnachtskekse verstecken? Oh, die habe ich ganz besonders gut verstecken. In den Bug, oben Hüften und an Moas. Und? Habe ich das verstohlen? Ich schmied die auf dem Matratz. Und dann? Dann trägt wir uns gut und legt erstmal die liebste Musik auf. Das Wandern ist des Müllers Lust? Yes. Ich hab so bannig Lust auf die. Das ist gar nicht zu glauben. Wenn junge Leute dazu kommen, die das noch gar nicht können, aber einfach Lust haben am Theater spielen, dann ist es oft so, dass wir durch die neuen Medien ja die Möglichkeit haben, zum Teil über WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten zu schicken und dann hören die neuen Spieler sich das an und das klappt wunderbar. Ja, und wenn man Schlittschuh loben will, dann darf man kein Bangbüchs sehen. Und weten I, was ein Bangbüchs ist? Bangbüchs heißt Angsthase. Mann, du bist aber auch ein Klugschieder. Klugschieder ist auch ein gutes Wort, oder? Ich beschreibe das immer gerne so, das ist wie eine Familie auf Zeit, die man da hat, weil man auch viel Zeit miteinander verbringt und ja auch innig miteinander proben muss. Und auf der eine sich auf den anderen verlassen muss, dass das auch klappt und läuft und das klappt gut bei uns. Also das, was jetzt so viel Spaß bringt, ist irgendwie, dass man regelmäßig aus dem Alltag rauskommt, sich hier trifft, ganz woanders ist und gemeinsam etwas macht, etwas auch erschaffen kann irgendwie. Wir haben so viel Spaß hier. Also jetzt, wir lachen uns tot, echt. Gott sei Dank nicht, aber die Proben sind auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Man weiß, wofür man das tut und am Ende wird es halt durch das Publikum auch belohnt.
auf die große Bühne dürfen und Stadttheater Premiere feiern, dann ist das so ein Adrenalinkick. Natürlich ist jeder auch ein bisschen mit Lampenfieber bestückt. Und dann sind die anderen Kollegen ja auch da und das ist schön. Und jeder weiß, was man fühlt, wenn man gleich auf die Bühne soll. Ich hab mir die Firmen, das kann doch bis morgen, du. Ja, ist ja gut. Trina, komm mal vor, ich komm nichts noch. Na, ich kann ja jetzt nichts mehr tun, nicht? Ja, dann wird sie bekommen, nicht? Nee, 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 nee. Ich mach eine ordentliche Ladung radikal, das Schnöpfer. Dann stockt man ja erstmal, weil ja, wenn gelacht wird, sollen wir ja noch nicht weiterspielen, damit dann auch alles verstanden wird. Und das ist schon ein Gefühl, das geht durch Mark und Bein. Also für mich ist Theaterspielen ein super schönes und großes Hobby, weil es einfach schön ist, mit anderen Menschen in verschiedene Rollen zu schlüpfen und ja, so mit den Gruppen zusammen zu sein. Jetzt für mich ist das eigentlich das schönste Hobby, das ich habe. Das Üben macht schon Spaß, die Leute um uns herum machen Spaß und das Publikum am Ende gibt einem viel. Mitglied bei uns im Verein zu sein, ist einfach eine Bereicherung für das ganze Leben.